Also weißt, es ist nicht so schlimm, wenn es dir jetzt nicht so gut geht. Mhm. Also, mir geht's gut. Ja. Ist alles okay? Mir geht's gut, das meint man dann auch. Ja, das haben schon viele gesagt, mir geht's gut. Weißt du eigentlich, dass 90% von den Leuten, die schwer krank sind, ja, zum Teil sogar sterben, komm, dass die auch mal gesagt haben, es geht mir gut? Jetzt hör auf. Okay? So, wir machen. Hast du Kopfweh? Nein, ich habe keinen Kopfweh. Noch nicht. So ein bisschen Ohrenweh? Nein. Ohrensausen? Jetzt hör auf, bitte. Oder so ein bisschen Magen-Darm? Nein, komm, mir wird's noch schlecht. Ja, das ist gut. Nein. Es ist alles gut. Aber warte mal, wenn hast du das letzte Mal Fieber gehabt? Nie. Was nie? Nie. Ich habe nie Fieber. Du hast nie Fieber? Mhm. Oh. Du weißt aber, dass einmal pro Jahr Fieber gut wäre gegen Viren und wachsende Tumoren, so die Abwehrkräfte stärken. Weißt du, ich glaube, du brauchst einen Checker. Nein, ich möchte jetzt nur ein Lied singen. Ich glaube, du brauchst einen Checker. Du weißt doch gar nicht, was das heisst. Das ist Englisch. Du brauchst einen Checker. Eben, was heisst? Schau, Gesundheit geht jetzt vor. Nein, morgen. Ich muss jetzt ein Lied singen. Wir machen das so. Wir machen eine Arztszene. Ich will keine Arztszene spielen. Einfach nicht. Gut, also keine Arztszene. Gut, dann liegt es aber jetzt nicht mehr in meiner Verantwortung. Genau. Ja, gut, dann machst du da das Liebeslied. Genau. Wir machen keine Arztszene. Aber wenn es dich jetzt dann ganz unerwartet, hier auf der Bühne, vor allen Leuten, einfach so putzt, ja, dann will ich da einen dann aber auch nichts mehr hören. Bitte. Okay. Wir haben 5:45 und es geht los. Also ich möchte mich vielleicht einfach noch verabschieden. Ja. Ja, vielen Dank für alles und es war schön mit dir. Ja, schade, so jung. Was muss man denn da machen bei einer Arztszene? Es ist eine kleine Sache. Ich mache den Arzt hier in der Praxis. Ja. Du gehst ins Wartezimmer, ist nur eine Routinekontrolle. Okay. Und dann nachher können wir das so machen. Also ich sitze hier. Und dann geht es dir wieder gut. Genau, und dann könntest du vielleicht du würdest einfach ins Wartezimmer warten. Okay, das mache ich. Okay, und ich mache hier den Arzt. Und das Wartezimmer, das finde ich dann auch, das ist dann irgendwie da. Also, gut, nein, das Wartezimmer, jetzt bist du gerade durch die Wand vom Wartezimmer geplatzt. So eins ist das. Ja. Also, du musst dir vorstellen, das Wartezimmer wäre von jemandem hier an. Ja, ja, klar. So, und dann ist hier eine Tür, kann man hier reinkommen und da hat es einen Glastisch. Und ein paar Heftchen drauf. Und ja. Da ist vielleicht noch ein Sofa, wo man hinsitzen kann. Ein Balkon wahrscheinlich. Ah, nein, der ist schon besetzt. Entschuldigung. Nein, du nimmst mich nicht ernst. Ja, das ist schon so. Also, schau mal. Und sagen wir, da wären die anderen Patienten. Aha, hallo. Und da hättest du noch einen Gummibaum legen. Ja, ja, sehr gut. Also, du wirst dann von der Assistentin hineingerufen. Ja, ist in Ordnung. Also, und ich mache den Arzt. Und wie lange muss man so da bei den Blümchen warten? Das kommt darauf an, je nachdem, wie gut das der Arzt ist. Ja. So, und du bist wahrscheinlich, wie gut bist du? Ich bin sehr gut. Aha. Ja. So. Was heisst das in Stunden? Du jetzt dort warten, du kannst noch ein paar Heftchen lesen oder mit den Patienten ein bisschen blödeln dort. Wie toll. So. Jetzt machen wir da. Was machst jetzt denn du da die ganze Zeit? Ja, das ist. Das ist Arztgeheimnis, was ich da. So. Fräulein Schmidhauser, Sie können die nächste Patientin hineinschicken. Hallo Arzt, ich komme nur pro forma. Ich habe heute meinem Bühnenpartner Sorge sicher. Er sagt, ich soll kein Lied singen, weil er klarer Fall, Sie brauchen einen Check-up. Genau. Wir gehen geschwind ins Röntgen, tun Sie sich oben frei machen. Nein. Da hat es mir gerade ein bisschen zu viele Leute in Ihrer Praxis. Ach so. Nein, die Leute, das muss Sie nicht irritieren. Das sind keine normalen Leute. Das sind Studenten, ja. Ja, wir haben heute Abend noch gerade eine Weiterbildung im Schauspiel. Es sind dann noch zwei, drei aus Zürich dabei. Einer ist noch zu spät gekommen. Ja. Und einfach geschwind oben frei machen. Die sind aber schon lange am Studieren. Ja, ist ein zweiter Bildungsweg. Ja, haben wir da. Einfach geschwind oben frei machen. Nein, lass, ich würde gerne ein bisschen Fürschi machen. Ja, Fürschi machen, das geht mir genau gleich als Arzt. Sie haben ja gesehen, wie viele Patienten draussen noch warten im Wartezimmer. Ist eben niemand. Dann habe ich Überstunden, Weiterbildung. Dann habe ich jedes zweite Wochenende ich habe mir ein Pick gegeben. Am Abend kommst du spät heim, dann musst du noch die kaputten Spielsachen von den Kindern flicken. Ja, ist schon schlimm, dann, so Arzt. Ja, und am Morgen musst du früh raus wegen Hausbesuch. Ja, klar. Oder? Und dann, dann bist du eigentlich ständig schon hinter dir. Ja, und man muss sich noch um die Patienten kümmern. Genau. Dann machen wir hier noch eine Prognose für sie. Machen wir dreimal täglich zwei Tabletten jeweils nach dem Essen
auf nüchternen Magen. So. Also. Selber bist du noch nie gewesen, gell, beim Arzt. Nein, ich bin ja der Arzt. Nein, weißt du, selber bist du noch nie gewesen. Ja, ich bin ja der Arzt. Ich meine, beim Arzt. Ja, aber das wäre auch lustig, wenn der Arzt selber zum Arzt würde. Das wäre gut, der Arzt geht selber zum Arzt. Fräulein Schmidhauser, könnte ich mal einen Termin haben für mich bei mir? Super. Ja, ich gehe mal ins Wartezimmer warten. Ja, dann gehe ich so. Und dann komme ich rein so, und dann sage ich, ah, grüezi Arzt. Und dann sage ich mir, grüezi, hallo, kennen wir uns nicht von euch? Super. Und dann nehme ich mir selber Blut so. Fräulein Schmidhauser, könnte ich noch mal einen Termin haben bei mir? Ich möchte noch eine zweite Meinung. Ja, genau. Super. So. Nein, es war nur ein Test, Fräulein Schmidhauser. Man kann sie im Fall auch ärgern. Schau so. Bäh! Super, willst du auch mal? Ja. Das ist super so. Also kann man da. Bäh, bäh. Bäh, bäh. Bäh. Brot, Brot. Entschuldigung. Bäh. Entschuldigung, ich habe nur schnell testen, ob sie es auf Deutsch auch versteht. Dann gehst du jetzt warten. Ah, oh, nein, ich bin eigentlich der Arzt. Ja, jetzt bin ich eben gerade schnell. Würdest du schnell warten? Ah, oh, nein, das ist jetzt aber nicht die Idee. Ich ja, bin ja. Aber ja. Es ist jetzt gerade passiert. Wenn... Weißt du, es geht einmal schnell. Nein, aber eigentlich bin ich ja jetzt da. Ja, aber jetzt bin ich eben schon da. Aber... Jetzt würdest du warten, schön brav warten. Nein, aber... Kannst du schön brav warten? Du, kannst du ein bisschen mit dem Blümchen plaudern? Ja. Kannst du ein bisschen Platz machen ins Wartezimmer und warten aufs Kanapé? Ja. Ich mache jetzt doch ein bisschen Arztgeheimnis. Hey. Fleck bin ich gut, kannst recht lang warten. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Fleck, ich mach so viel Arztgeheimnis. Frau Schmidhauser, Sie könnten ihn schicken. Ja. Ja, grüezi. Grüezi, Name. Es ist eigentlich ein Missverständnis. Ich bin der Arzt, Sie wären eigentlich jetzt Patientin. Entschuldigung, Name? Also von mir aus. Höfti. Vorname? René. Schlecht? Nein, mir geht es nicht schlecht. Mir geht es gut. Ich bin eigentlich zufällig hier und ich möchte. Entschuldigung, Geschlecht? Geschlecht, habe ich ja schon gesagt. Höfti. Männlich, weiblich? Männlich. Gewicht? 74 Kilo. Haben wir ein bisschen zugeleichert? Du, können wir... Augenfarbe? Augenfarbe? Orange! Wenn... Komm, das ist doch lächerlich. Das ist ja blöd, wenn einem der Arzt einfach den Rücken zukehrt. Du musst, kannst mir doch in die Augen schauen, dann siehst du, was ich für eine Augenfarbe habe. Herr Hefti, wir wollen jetzt nicht hyperventilieren, sondern einfach nur Personalien aufnehmen. Ja. Augenfarbe? Grau-blau. So, Herr Häftling, schön sieht man Sie auch wieder mal bei uns. Hat es Ihnen gefallen, das letzte Mal? Nein, ich bin das erste Mal da. Wunderbar, schön. Und wie läuft es im Geschäft? Ist viel los? Arbeitsstress? Nein, nicht mehr so. Ich bin früher mal Arzt und jetzt... jetzt bin ich arbeitslos. Ja, wunderbar, wunderbar. Hat man mal ein bisschen Zeit. Ja. Ja. Haben wir die Kinder, die haben wir ein bisschen beim Wachsen zuschauen. Sie sind ja so schnussig. Die Kinder. Ja. Ja, die sind so herzig. Wenn sie klein sind, sind sie zum Fressen. Gut, sie sind jetzt 34 und 41. Ja, wunderbar. Ja, die Zeit vergeht. Ja. Und der Frau geht's gut? Die ist gestorben. Wunderbar. Kommen wir zur Sache. Haben Sie gesehen, wir haben alles renoviert. Wir haben so fest investiert. Man muss so viel machen für die Patienten. Ja. Hey, Frau Schmidhauser, bitte ein Küppli und ein Canapé für unseren Herr Häftling. Nein, eins zum Essen. Nicht zum Sitzen. haben Sie schon gesagt, Kamera da oben, die ist neu. Kamera? Stört Sie nicht, wenn man filmt? Ist in Ihrem Interesse, können Sie heute Abend die Hype ganz privat mit der Frau die eigene Darmspiegelung auf YouTube noch mal anschauen? So, Sie müssen bei sich bleiben, Herr Häftli. Jetzt geht's los. Achtung. Sie müssen Spannung halten, Herr Häftli. Okay, ich heiße nicht Häftli, genau. Ich heiße Höfti. Sie müssen bei sich bleiben, Herr Höftli. Ich heiße Höfti, nicht Höftli. Entschuldigung, das stimmt etwas nicht. Wir sind der Herr Höfti. Nein, nicht wir. Ich bin der Herr Höfti. Genau, wir müssen Spannung halten, Herr Höfti. Ich bin der Herr Höfti. Nicht du, ich. Genau, Sie denken jetzt einfach, ich bin der Herr Höfti. Sag mal, was sind das für Methoden? Das ist kraniale Kinesiologie nach Pilatus. Sie müssen bei sich bleiben, Herr Höfti.
Das stimmt etwas nicht, Herr Höfti. Sie müssen bei sich bleiben. Diese Methode kann ich auch. Mach mal die Hände raus. Mhm, darf ich mal schauen? Okay, Entschuldigung, haben Sie spitzige Gegenstände dabei? Nein. Haben Sie Flüssigkeiten eingepackt? Darf ich schnell schauen? Haben Sie Ihre Hosen heute selber gepackt? Moment, wir sind nicht beim Check-in. Haben Sie Ihre Hosen, nachdem Sie sie selber gepackt haben, mal unbeaufsichtigt lassen anstehen? Los, es geht nicht um ein Check-in, oder? Es geht um ein Check-up. Ja, du verwechselst doch. Ich wollte ja schon lange einen Check-up. Also, dann machen wir einen Check-up. Dann machen wir jetzt endlich den Check-up. Also, bam, Frau Lenz-Mithauser, die nächste Grüezi. Grüezi. Wie geht's? Gut. Schön, dann hoffen wir, dass das so bleibt. Danke, adieu. Fertig.